So, hallo Leute, da bin ich wieder bei Let's Play Pokémon Rote Edition. Gerade eben mal die anderen Parts alle gerendert. 2 Stunden habe ich hier am Stück aufgenommen. Vor ein paar Stunden. Nee, gestern. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, gestern, genau, heute ist der. Heute ist der 28. glaube ich. Auf jeden Fall. Was wollte ich denn da gucken? Ach genau. Ach nö, lassen wir Gyarados vorne. Ach, den haben wir gerade besiegt. Okay. Lalala. Ich drehe mich wie eine Ballerina. Hallo. Ach. Okay, den kann man ausweichen. Karate ist die Königsdisziplin des Kampfsports in der Bodenarena. Oh Mann, das ist irgendwie nicht nur rein Boden, sondern auch mal Kampf, ne? Vielleicht Allround? Eine Allround-Arena? Aber der Arenaleiter hat auf jeden Fall Boden-Pokémon. Und sehr starke sogar. Wenn Nidoking dabei ist, muss man schon ein bisschen aufpassen. Also ich habe schon Respekt vor Nidoking, so. Aber eben von anderen Spielern. Ich glaube, Nidoking wird sogar auch bei Online-Kämpfen eingesetzt. Also bei Spieler gegen Spieler eben. Auf jeden Fall eigentlich nicht so gut, weil es extrem viele Schwächen hat. Aber wenn es als erstes zuschlägt, dann sieht man schon mal schwarz. Naja. Ich werde mir, wenn ich Pokémon Schwarz 2, ne, Pokémon Weiß 2 habe, werde ich mir auf jeden Fall perfektes Team machen. Mit DV, EV, alles mögliche, mit Züchten und so weiter. Ja, und dann werde ich mal ein paar Online-Kämpfe machen und mich dabei aufnehmen. Ich werde dann auf jeden Fall vom 3DS aufnehmen, mit Webcam und allem drum und dran. Ja. Wenn mein Channel dann ein bisschen bekannter ist, mache ich dann halt vielleicht so, Freundschaftscode-Battles oder sowas, keine Ahnung. Halt, wo sich Leute melden können und dann aufnehmen und so, bla bla bla. Ich muss mir dann halt auch noch ein Team zusammenstellen. Ich werde versuchen, die besten Pokémon rauszusuchen. Und Nidoking wird auf jeden Fall mit dabei sein, also mit von der Partie. Und was sonst noch, welche Pokémon sonst noch, weiß ich noch nicht. Ein Drachen-Pokémon wird auf jeden Fall dabei sein, wie denn auch sonst. Dragoran wird es leider nicht sein. Hallo, habe ich noch gegen dich gekämpft? Ich bin der Karatekönig. Ich besiegle. Ach, ich besiegle dein Schicksal. Ich wollte schon sagen, wollte der eigentlich nicht besiege sagen? Und dann habe ich weitergelesen. Ah, besiegle dein Schicksal. Okay. So, das zieht. Die Arena zieht sich ein bisschen hin und ich muss gleich die Pokémon heilen. Ich habe nicht mehr genug AP für Attacken. Und ich hoffe mal, ah ja genau, ich habe vorhin geguckt, ja, hat denn mein Camtasia wieder sich von alleine umgestellt auf ein anderes Mikro, habe ich dann geguckt, ah, hat es, und dann habe ich umgestellt, sonst wäre das wieder ein Fail gewesen. Und das mag man doch nicht so gerne sehen. Und es ist gerade 7:30 morgens und mein Vermieter macht wieder irgendwelche Sachen, ey, oh Mann. Das ist so ein Messi, ey, das ist echt unglaublich. Überall stehen Sachen rum. Vor dem Eingang zum Klo stehen 2 Matratzen. Da habe ich immer meine Schwierigkeiten, die Tür aufzumachen. Und er kommt und kommt nicht dazu, die Sachen wegzuräumen. Er ist generell nicht der Typ, der irgendwie Sachen wegschmeißt. Ist so ein
so ein alter Mann, der alles aufhebt, sein Leben lang. Ich habe mal in seine Abstellkammer reingeguckt. Ich konnte da gar nicht richtig reingucken, weil einfach der Eingang zugestellt ist. Von innen auch noch. Wie hat er das verdammt nochmal geschafft? Von innen den Eingang zu blockieren. Von außen wäre ja noch okay, aber von innen, als ich hier neu dazugezogen bin, 2 Wochen danach, hat er versucht, mit einem alten Kumpan die Abstellkammer aufzuräumen. Das war ein Akt. Morgens um 6 Uhr haben sie angefangen und um 12 waren sie immer noch nicht fertig. Die haben dann alles rumprobiert, rumgestellt und hat anscheinend überhaupt nicht geklappt, die Sachen da irgendwie wegzuräumen. Der Stil zeichnet einen großen Kämpfer aus. Auf jeden Fall, ich bin so froh, wenn ich hier weg bin. Im Oktober oder November läuft mein Mietvertrag ab. Und dann sage ich dem alten Sack hier, leck mich am Arsch, ich verschwinde hier. Ich will das jetzt nicht so laut sagen, weil der ist dann beleidigt. Oh mein Gott, er hat mich beleidigt als alter Sack. Und ich werde auf keinen Fall irgendjemanden empfehlen, hier einzuziehen. So, wir haben jetzt alle besiegt. Wir sind jetzt beim Arena-Leiter. Garados ist immer noch vorne, alles klar. Willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich das Team Rocket wieder auferstehen lassen. Aber du hast mich schon wieder aufgespürt. Also gut, dieses Mal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fordere Revanche. Ist die Musik nicht ein bisschen anders als bei anderen? So, ein Rihorn. Alter Schwede, das ist ja mal stark. Es hätte schon längst ein Rizeros sein sollen. Oh, ich freue mich schon bei Firefly Game auf ihr Rizeros, wenn es nicht schon längst eins geworden ist, weil ich, wie gesagt, ich nehme ja vorauf. Und es ist jetzt wahrscheinlich irgendwann März oder so, keine Ahnung. Und bis dahin hat sie es wahrscheinlich schon. Und das Dictree war natürlich schneller und wir haben ein bisschen Genauigkeit eingebüßt. Genauigkeit ist ja irgendwie kein fester Wert, sondern man hat ja, also die Genauigkeit, die setzt sich ja auch irgendwie mit Attacken zusammen. Und wenn eine Attacke 100 Genauigkeiten hat und die Genauigkeit von Pokémon nicht gesenkt ist, trifft man nicht immer zu 100%. Es kommt ja auch auf den Ausweichwert, also den Fluchtwert eines Pokémon, ist ja auch 100%, ne, wenn es nicht gesenkt wurde. Das heißt 100 und 100. Also ob es wirklich 100 ist, weiß ich nicht. Anscheinend nicht, weil Tackle kann auch mal daneben gehen, obwohl es 100 Genauigkeit hat. Also stimmt das nicht ganz. Und ja. Ach, da haben wir auch schon ein Rizeros. Und ich habe irgendwie, oh, sogar Level 50. Und ich habe irgendwie nicht geachtet, was er sonst noch für Pokémon hat. Der hat anscheinend nur Boden-Pokémon jetzt. Ein Nidoqueen hatte der, habe ich aus dem Augenwinkel gesehen. Ich war jetzt so mit Labern beschäftigt, da habe ich nicht drauf geguckt. Ha, der Kampf war hart, aber fair. Du hast gewonnen, nimm bitte den Erdorden zum Zeichen meiner Anerkennung. Ach, jetzt wird er auf einmal so sentimental, so. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Er stellt den Beweis deines Könnens als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt er dir den Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dieses Geschenk mit in dein Pokémon-Liga-Abenteuer. Du kannst sie momentan nicht tragen. Was? Moment. Carbon. Natürlich kriegt es mein Dragoran.
Jetzt gib mir bitte die Attacke. Eisträger des Erdnuss, bla bla. Wissen wir schon. Gehorchen, Beweis, Können, Pokémon-Trainer. Außerdem Pokémon-Liga, Nimm, Geschenk, Liga, Abenteuer. Okay, das Wesentliche in ein paar Stichworten. TM27 ist Geofissur. Man kann damit dein Pokémon mit nur einem Treffer, bla. Ja, ja, komm. So. Oh Gott, ich hätte unten rumgehen sollen. Egal. So, jetzt haben wir auf jeden Fall alle 8 Orden. In nur 10 Minuten. Und ja, jetzt. Als nächstes werden wir die Trainer, alle Trainer besiegen. Also jetzt offiziell. Die Geschichte ist offiziell eigentlich zu Ende. Also das Hauptgameplay sozusagen. Wir müssen halt noch die Top 4 machen, aber die mache ich am Ende. Jetzt kommen erstmal alle Trainer dran. Und das wird auf jeden Fall ein Höllenspaß werden, weil wir müssen noch Fahrradweg machen, die Wasserroute zu den Seeschauminseln von beiden Seiten. Also von der Zinnoberinsel und von der Giftarena müssen wir von beiden Seiten hin surfen. Dann müssen wir auf jeden Fall, ach genau, Topschutz, Topgenesung lassen wir so, Sonderbonbon 2 Stück ablegen. Türöffner. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall noch die 3 legendären Pokémon fangen. Und die Items halt da drin auch. Pokeflöte lassen wir auch erstmal. Fragezeichen öffnen brauchen wir auch nicht mehr. Pokémon fangen müssen wir auch noch. Alle. So, das heißt, ich werde dann bei Pokémon Blau nebenbei anfangen. Das werde ich natürlich nicht zeigen. Ich werde dann per Linkkabel die Pokémon drüber tauschen. Nein, ich werde nicht cheaten. So, Pokémon Gehalt. Ich glaube, Mewtwo ist das einzige Pokémon, das man durch Cheaten bekommen kann. Ansonsten muss man gar nicht cheaten. So, ich habe vergessen, Pokémon aufzunehmen. Und zwar das Flug-Pokémon. So. Moment. Pokémon ablegen. Ich glaube, was ich machen werde, ist, ich werde mir ein Flug-Pokémon zulegen. Ein richtiges, das auch gelevelt wird. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine, auf Level 40 trainieren. Nochmal den ganzen Mist. Nee, das mache ich glaube ich nicht. So, wir fliegen zuerst. Genau dahin. Wir fliegen jetzt nach Azuria City, genau. Steigen aufs Fahrrad. So, da müssen wir auch noch rein. Mewtwo fangen. Kann man aber erst. Moment. War hier nicht ein Sonderbonbon? Kann man aber erst nach der Liga. Hier war doch irgendwo ein Sonderbonbon. Sonderbonbon. Okay, haben wir Sonderbonbon. In Kraftwerk wollen wir jetzt das Zapdos fangen. Dazu müssen wir uns halt auf jeden Fall genau, erstmal Bälle kaufen. Extrem viele Hyperbälle. Aber wirklich extrem viele. Nein, hier war's nicht. So. Ja. Kauf. Hyperball, und zwar so viel wie geht. Danke. So. Der Part ist an der Stelle wieder zu Ende. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt, ja, Zapdos fangen und so.
Bis gleich.